Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute geht es um Schuld oder um die Schuldigen. Und da gibt es ein sehr spannendes Buch, das haben Hanna und Nora Ziegert geschrieben. Und über das Buch wollen wir uns jetzt unterhalten. Wenn man sich die Rückseite ansieht, dann ist es natürlich ein bisschen provozierend. Ist das Böse weiblich? Und diese Frage stellen sich dann auch noch zwei Frauen. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich. Vielen Dank. Jetzt frage ich mich natürlich, Frau Ziegert, warum haben Sie das Buch überhaupt schreiben wollen? Ich habe es gar nicht schreiben wollen. Ach, Sie wollten es gar nicht schreiben? Nee. Sie wurden gezwungen? Mehr oder weniger. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, schon seit Jahren, dass ich doch eigentlich meine Fälle mal aufschreiben und erläutern sollte. Ja. Weil unter anderem der Hans Holzheider von der Süddeutschen mal gesagt hat, bei mir seien ja alle Mörder vermindert schuldfähig. Dann habe ich gesagt, naja, wenn man sich auf die Menschen einlässt, dann kommt es vor, dass man die Hintergründe kennt, dass man weiß, warum sie was getan haben und dass sie eigentlich sehr in Not waren. Ich muss einmal noch mal zusammenfassen, was Sie überhaupt sind. Sie sind Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie sowie Psychoanalytikerin und forensische Gutachterin. Mhm. Also Sie können sozusagen richtig in die Köpfe Ihres Gegenübers einsteigen. Schön wäre es ja. Und rausfinden, wie das mit der Vergangenheit war. Und dann haben Sie Ihre Tochter gleich mit ins Boot geholt. Warum eigentlich? Warum haben Sie da mitgemacht? Sie sind Juristin. Ich bin Juristin, genau. Ich bin also eigentlich auf der Seite derjenigen, die die Gutachten lesen und hatte somit die Möglichkeit, als Externe die psychischen Zusammenhänge so darzustellen, dass sie auch ein Dritter versteht. Das heißt, Sie haben sozusagen das aufgeschrieben, was Ihre Mutter in ziemlich schwierigen Psychosätzen formuliert hat. Genau, ich habe die Gutachten von ihr bekommen und habe dann aus den Gutachten Kurzgeschichten geschrieben mit eben den psychiatrischen Erklärungen und uns Gedanken gemacht, wie man das halt so darstellt, dass es sich auch gut liest, A, und dass man es B auch versteht als Nicht-Psychiater. Und ich meine, warum haben Sie sich jetzt mit destruktiven Frauen so auseinandergesetzt? In der Psychologie gibt es ja auch viele, viele andere Möglichkeiten. Weil mich über die vielen Jahrzehnte, die ich begutachte, unter anderem, ich immer wieder im Gerichtssaal saß, wenn da ein Mann seine Frau misshandelt hatte oder wenn ein Mann die Kinder sexuell missbraucht hatte und ziemlich deutlich wurde im Gerichtssaal bei Zeugenvernehmungen, bei Vernehmungen von Geschädigten, dass die Aggressionsbereitschaft gemeinsam entstanden ist, dass da also jemand mitgewirkt hat im Hintergrund, dass auch es Provokationen gab, dass es beim sexuellen Missbrauch Frauen gab, die nicht hingeguckt haben oder das nicht wahrnehmen wollten, dass also da man einen zum Täter macht, den Mann, und dass aber eine Frau daneben auch eine Rolle spielt. Und ich habe einen Sohn und mir war wichtig, dass mein Sohn eine gute Entwicklung nehmen kann. Und dann hörte ich in der Schule, dass da auch, wenn irgendwas passiert war, das überwiegend dann die Jungs waren und dass man die Mädchen rausließ. Also dieses Verteilen der Verantwortung für die Entstehung von Gewalt, jetzt hier in dem Fall Gewalt, in der Schule ist es ja, sind es ja Konflikte, dass man da beide Geschlechter sieht, das war mir wichtig. Um einfach nochmal Ihre Rolle unseren Zuschauern zu verdeutlichen. Sie werden als Gutachterin vor Gericht gebeten, entweder von der Staatsanwaltschaft oder eben auch von den Angeklagten. Drei Instanzen gibt es, die mich beauftragen können oder die uns forensische Psychiater beauftragen. Es ist die Staatsanwaltschaft, das ist das Gericht selber und es kann die Verteidigung der Strafverteidiger sein. Um dann Ihnen was für Aufgaben zu geben? Dann sagt er, also es gibt verschiedene Formen der Begutachtung. Es gibt die Begutachtung zur Schuldfähigkeit und zur Prognose. Zur Schuldfähigkeit heißt, dass das Gericht oder die Juristen gerne wissen wollen von mir, war der Betreffende zum Zeitpunkt der Begehung der Tat schuldfähig, vermindert schuldfähig oder psychisch sehr krank und nicht schuldfähig? Dann wird man gefragt, sollte der also ins Gefängnis oder sollte der ins Nervenkrankenhaus behandelt werden? Und dann gibt es den zweiten großen Einsatzbereich, das ist die sogenannte Prognosebegutachtung, wenn jemand wieder raus soll aus dem Maßregelvollzug, also aus dem Nervenkrankenhaus oder aus dem Gefängnis, dann wird auch wieder ein Psychiater hinzugezogen. Das ist die, wie gesagt, sogenannte Prognosebegutachtung. Ich habe immer das Gefühl, das sind die alten Gutachter. Also je grauer
der entsprechende Gutachter wird, desto mehr rutscht denn die Ecke des Prognosegutachtens raus aus der Schuldfähigkeit. Haben Sie da, ich sage jetzt mal so von der juristischen Seite, nicht manchmal das Gefühl, dass ein Psychiater eventuell der oder diejenige ist, die überhaupt die Schuldfähigkeit festlegt? Also dass dann die Juristen eigentlich ins Hintertreffen kommen, weil der Psychiater sagt, es war so oder so, und man dann als Jurist da Schwierigkeiten hat, gegen anzuargumentieren. In meiner Berufstätigkeit bin ich natürlich nicht im Strafrecht tätig, sondern im Zivilrecht. Das heißt, so richtig aus der Praxis heraus kann ich das nicht beurteilen. Wenn ich mit Freunden spreche, die Strafrichter sind, erzählen die schon, dass sie sich bemühen, sich intensiv mit den Gutachten auseinanderzusetzen und das auch mit der juristischen Literatur übereinander zu legen, was der Psychiater beobachtet, wo das in der juristischen Literatur einsortiert wird. Aber natürlich sind die ganz weitgehend darauf angewiesen, dass ein Psychiater die Lage entsprechend seiner Fachkenntnisse einordnet und auch schon anfängt, die unter die juristischen Begriffe zu subsumieren. Das heißt, ja, da ist wohl, ohne dass ich das aus meiner eigenen Tätigkeit beurteilen könnte, ein großer Einfluss der Gutachter an der Stelle. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Einfluss, den Sie da nehmen können, dann auch die Juristen teilweise frustriert, weil die natürlich von einer ganz anderen Ecke den Straftäter beurteilen? Sie wollen natürlich in eine ganz bestimmte Richtung. Die zeichnet sich deutlich ab. Also, das ist das beliebte Thema, was wir ja, nicht nur ich, sondern auch schon viele andere Kollegen immer wieder mal, je nachdem, wie mutig sie sind, benannt haben. Also der forensische Psychiater wird ausgewählt von irgendeinem Juristen, je nachdem, in welchem Stadium des Strafverfahrens es sich befindet. Und natürlich sind wir letztendlich entscheidend. Also eigentlich hat der Psychiater die Macht, der sagt, der geht ins Gefängnis, der geht in den Maßregelvollzug ins Nervenkrankenhaus. Der sagt, das gibt eine zeitige Freiheitsstrafe oder lebenslang, wenn man jetzt mal von Tötungsdelikten ausgeht. Und das findet der Jurist gar nicht so besonders gut, dass man ihm da so die Macht aus der Hand nimmt. Und dann wird halt über die Auswahl des Sachverständigen wird halt so ein Stück weit das Ergebnis wieder so zurechtgerückt, wie sich der Jurist des Schwurgericht, die Kapitalstaatsanwaltschaft, sich das vorstellt. Das ist nicht auszuschließen, das ist ein Politikum. Wurde ich schon deshalb wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, weil das schon mehrfach Thema war. Genau, das haben Sie in einer Talksendung schon einmal thematisiert, dass eben die Richter sich die Gutachter suchen, von denen sie davon ausgehen, dass die in der Nähe ihres Urteils sich befinden. Da, wo sie hinwollen. Und, der Sachverständige ist dann gut, der vorn beim Richter sieht, ob der so oder so macht mit dem Daumen. Ja. Das hat Geschichte, dieses Phänomen. Werden Sie seitdem seltener als Gutachterin beantragt? Also das ist ja schon ein altes Thema, das ist ja überhaupt nicht neu. Es gab da mal Zeiten, wo ich da auch noch in der Presse deshalb ziemlich schlecht behandelt wurde, kann man das mal so zart sagen, weil ich damals begutachtet habe, auch für die Verteidigung. Und das ist neu. Normalerweise ist das die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Aber dass die Verteidigung beauftragt, was sie aber rechtlich darf, das ist so vorgesehen in der Strafprozessordnung, das ist quasi nicht besetzt worden, dieses Recht. Das ist ein Gegengutachten. Es ist kein Gegengutachten, sondern es könnte ja theoretisch, könnte ein Strafverteidiger zu seinem Mandanten sagen, du, den Gutachter, man kennt sich ja, man weiß, was da rauskommt, bei dem Gutachter sagst du nichts, wir suchen einen eigenen Gutachter. Und dann setzt der einen eigenen Gutachter dagegen, dann gibt es theoretisch kein Gutachten von dem Gerichtsgutachter, der vom Staatsanwalt beschafft bestimmten, oder aber es gibt dann tatsächlich zwei, einen von der. Und dann müsste das Gericht sich mit zwei Gutachten auseinandersetzen. Jetzt haben wir doch zum Beispiel die Zschäpe-Geschichte, da haben wir das Gutachten des NSU-Prozess, da haben wir das Gutachten des Herrn Professor Sass und wir haben das Gutachten eines Herrn Professor Bauer, die auseinanderlaufen vom Ergebnis. Oder wir haben die Geschichte da in Norwegen gehabt bei dem, wie hieß er? Ja. Genau, der da. Da haben wir auch, da waren drei Gutachter drin, bis irgendwann anscheinend das Gericht das Ergebnis hatte im Rahmen der Begutachtung, das man wohl sich erwartet hat. Und würden die natürlich dementieren? Würden die selbstverständlich dementieren. Das sind quasi Insider,
Das sind quasi Snowden-mäßig Informationen, die aber inzwischen schon eine Öffentlichkeit gefunden haben. Also ich bin da wahrlich nicht die Einzige, die das aber sagt. Aber ist desillusionierend? Also, ja, zum ja. Glück, endlich mal. Ja, also denn Sie, und dann müssen wir wieder auf Ihr Buch zu sprechen kommen, denn die Schuldigen, das sind ja meistens, also auf jeden Fall in diesen 8 Fällen, die Sie hier beschreiben, Frauen. Sie hätten... 4-4, oder? Aus juristischer Perspektive, die Täter sind ungefähr halbe-halbe. Halbe-halbe. Aber dann, ich sage mal, die Schuldigen, also die Verantwortung mittragen, ja. Das ist mein Begriff. Die Schuldigen ist nicht mein Begriff. Die Verantwortung mittragen, das sind 8-mal Frauen. Ja. Ursachen setzen, könnte man auch sagen. Ursachen setzen. Na gut. Willst du nicht? Ja, gut, dann nicht. Das ist eine Frage, kann man Ursachen setzen, kann man sagen. Für mich geht es um den Begriff der Verantwortung. Für mich geht es darum, dass die Gleichberechtigung der Frau auch bedeutet, dass wir gleichberechtigt die Verantwortung für die Entstehung von Gewalt übernehmen. Wenn ich es jetzt zu generell beschreibe, dann korrigieren Sie mich. Aber in Ihren Fällen ist es so, dass die Mutter am Anfang der Geburt ihres Kindes Fehler gemacht hat. Und diese Fehler äußern sich in heftigsten Gewalttaten. Das ist ziemlich verkürzt, aber theoretisch haltbar. Also, wenn man einfach sagt, dass man beim Kind, dass das Kind bei der Mutter die Muttersprache lernt, so lernt es mit der Sprache, Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, lernt es auch Beziehungssprache, wie man in Beziehung tritt. Und da eigentlich Gewalttaten immer das Ergebnis von dysfunktionalen, unglücklichen, ungünstigen Beziehungsgestaltungen sind, kann man dann sagen, dass sie die Verantwortung hat und dass sie die Hauptläsionen, Verletzungen setzt, ja. Okay, wenn wir das sozusagen als Grundlage nehmen, warum haben Sie dann diese 8 Fälle jetzt ausgesucht? Wie hat es zwischen Mutter und Tochter stattgefunden, dass da also diese 8 Fälle jetzt in diesem Buch erscheinen? Also du hast in deinen vielen 100 Gutachten eine Vorauswahl getroffen an Geschichten, die dich besonders beeindruckt haben. Und von denen, wo das Thema besonders deutlich wurde. Und wo das Thema deutlich wurde, genau. Und von diesen Gutachten habe ich mich dann eingelesen und habe diejenigen herausgesucht, an denen man in meinen Augen gut Phänomene darstellen konnte, die überraschen, wo sich die Perspektive ändert, wo auf einmal der juristische Täter zum Opfer wird oder umgekehrt. Also wo es irgendeine Art von Clou gibt und von Erkenntnisgewinn, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das eben auch dem nicht psychiatrisch Vorbelasteten vermitteln. Weil es mir wichtig war, etwas zu vermitteln. Also ich wollte nicht einfach nur dumme Kriminalstorys schreiben, sondern ich habe ein Anliegen, ich habe ein Motiv, ich möchte etwas vermitteln, ich möchte etwas anstoßen zum Nachdenken, ich möchte etwas öffnen. Eine Debatte, nämlich welche Rolle spielen wir beim Entstehen von Gewalttaten. Machen Sie da nicht automatisch auch sozusagen den Angeklagten automatisch weniger schuldfähig? So wie es der Jurist dann eigentlich sehen würde? Also forensisch an sich nicht. Das ist auch ein Thema, was immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt einige Juristen, die Probleme damit haben, dass, wenn ich den verständlich mache, den Menschen Probleme haben, dann zu verurteilen. Also wo das der Weg vom Verstehen zum dennoch Verurteilen schwierig ist. Eigentlich brauchen wir ganz klare Regeln, ganz klare Sanktionen. Die Menschen sitzen auch überwiegend im Gefängnis und sagen, es ist in Ordnung, dass ich im Gefängnis bin. Also ich verkürze das jetzt mal. Manch einer sagt, die Strafe ist, sogar gibt es, die Strafe ist zu klein. Viele mehr sagen, die Strafe ist zu hoch. Aber die Sanktion als solche, dass es Regeln gibt, dass man sich an Regeln zu halten hat, ist etwas, was auch psychisch sehr beruhigt. Also es gibt auch Menschen, die das Gefühl haben, ich sühne jetzt dafür, ich werde bestraft und danach kann ich wieder neu anfangen. Weil die Menschen unglaublich unter ihren Taten ganz überwiegend leiden. Und dann ist diese Strafe des Staates quasi eine Beruhigung, eine psychische.
Machen Sie das doch mal an diesen, an dieser ersten Geschichte deutlich, bitte. Denn das, wenn Sie das auch abgekürzt mal kurz beschreiben, das ist ja, da geht es ja um Inzest. Ja. Um übelsten Inzest. Übelsten, ein vollzogener Beischlaf. Übel, glaube ich, ist bei den beiden nicht dabei gegangen. Okay. Also er hat mit seiner Mutter geschlafen. Jawohl, ein junger Mann, wie alt? Anfang 20. Mit der Mutter, die war? Anfang 40. Sie hat das verfremdet. Also. Ich habe ja nur meine realen Geschichten im Kopf. Ich muss immer Sie fragen, wozu ist das geworden? Dann erzählen Sie es doch mal kurz. Es ist ein junger Mann, der den Beischlaf mit seiner Mutter vollzogen hat. Das sind Raritäten der Weltliteratur, ganz wenige Fälle berichtet. Der ist in Afrika aufgewachsen, weitgehend ohne die Mutter. Die hat ihn zu sich geholt, als er so Anfang Pubertät war. Und nachdem die erst ganz viel Distanz und fast gar keinen Kontakt hatten, hatten sie in dem Moment, wo sie zusammenlebten, ja, driftete das in so eine sexuelle Verführungssituation. Es fängt ja sehr hart an, dass diese Mutter zur Polizei geht und sagt, mein Sohn hat mich vergewaltigt. Mhm. Und es endet damit, dass keiner bestraft wird. Doch. Er wird bestraft, sie nicht. Mit was wird er bestraft? Sanft, wenig, aber wegen Inzest. Beischlaf mit Familienangehörigen, Verwandten heißt das. Ja, und was kriegt er für eine Strafe? Nix. Also, das meine ich doch. Ja, Bewährung oder Geldstrafe oder was ist da? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war Kleinkram, aber er ist bestraft worden. Ja, gut, aber er saß im Gefängnis. Ich habe den im Gefängnis aufgesucht. Ja, in U-Haft. In U-Haft, ja. Und dann rief mich sogar, was mir in den 35 Jahren nie wieder passiert ist, da rief mich das OLG an und sagte, da sei eine Haftprüfung, der Anwalt hatte eine Haftprüfung beantragt, ob denn der nun seine Mutter vergewaltigt hat, hat der mich dann gefragt. Das ist mir seither und ist mir nie mehr passiert. Und ich habe gesagt, nein, ich war bei ihm, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, das war einvernehmlich. Warum ist diese Mutter zur Polizei gegangen, wenn sie diesen einvernehmlichen Sex doch hatte mit ihrem Sohn? Sie hat, nachdem die miteinander geschlafen hatten, wollte sie ihn verpflichten, dass er darüber nicht spricht. Und er hat gesagt, doch, er wird darüber sprechen. Für ihn war das ganz wichtig, um diese inzestuöse Beziehung zu beenden, quasi mit dem Knall, dass sie dann schlussendlich tatsächlich miteinander geschlafen haben. Nachdem die Mutter nun davon ausgehen musste, dass das öffentlich gemacht ist und ihr das sehr unangenehm war, hat sie quasi die Flucht nach vorne ergriffen und ihn angezeigt, um zu sagen, ich wollte es ja eigentlich gar nicht. Welche Geschichte mich noch beeindruckt hat, ist, weil die auch sehr interessant geschrieben ist, es sind zwei Parallelgeschichten, wo dann zum Schluss beide Frauen, entweder die Mutter oder die Tochter mit dem Messer nicht erstechen, aber auf sie einstechen. Können Sie da mal kurz, dass man so besser versteht, woher Sie kommen, dass man besser versteht, warum man für die Täterin ein Verständnis aus ihrer Vergangenheit haben sollte? Weil es keinen Täter gibt, der nicht in seiner Kindheit Opfer war. Also diese Täter-Opfer-Beziehung, das ist ja eine ganz spezifische Beziehung. Und so wie es viele Frauen gibt, die den ersten alkoholkranken Mann haben und den zweiten alkoholkranken Mann und den dritten alkoholkranken Mann. Also man wiederholt die Beziehungsmuster, die man kennt. Und diese Täter-Opfer-Konstellationen sind sogenannte sadomasochistische Kollusionen, Beziehungsgestaltungen. Also sadomasochistisch ist in dem Fall nicht Leder und Peitsche, sondern das ist einfach, dass einer sich in der Opferposition befindet, der andere in der Täterposition. Das ist dann etwas, was eine sehr häufige Geschichte ist. Was war Ihre ursprüngliche Ausgangsfrage? Die Frage war, warum aus dieser Geschichte... Ach so, diese Mütter, diese eine Mutter, die da zugestochen hat, ihrer Tochter gegenüber, war genauso wie die zweite Geschichte, wo die Tochter zugestochen hat, die war ihrerseits auch Opfer. Die kennt Täter-Opfer-Beziehungsmuster und hat die rekonstelliert, hat die immer wieder hergestellt. Also könnte man, wenn man diesem Faden folgt, vereinfacht sagen, im Grunde genommen hat jeder Täter, jeder Gewalttäter, Gewalt früher erlebt. Ja.
Ja. Und ist deshalb vermindert schuldfähig. Der Jurist sieht das nicht so, weil da gibt es schon diese Abstufung schuldfähig, vermindert schuldfähig, schuldunfähig. Und es ist auch irgendwie ganz gut so, wo beides, je nachdem, wo man in Deutschland ist, etwas unterschiedlich ausgelegt wird. Also da gibt es restriktivere und liberalere Haltungen. Aber diese Unterscheidung, der Jurist meint natürlich, der Mensch ist mündig, er ist unabhängig, wie ist der Begriff, den ihr da verwendet? Der ist in der freie Willen, der kann den freien Willen bestimmen. Also das ist eine alte philosophische, rechtsphilosophische Debatte, oder? Du sagst mir, wenn es nicht stimmt. Aber auch und die gilt natürlich auch dann für die Psychiater. Ich sage ja gerade, natürlich kann ich, wenn nur ausreichend intensiv mich damit beschäftigend, Hintergründe für eine Tat finden auch psychologische Hintergründe. Wir hatten einmal eine Geschichte, die wollte ich auch gern aufnehmen. Da waren fünf Jugendliche zwischen 12 bis 16, treffen sich am Fußballplatz und ein Mädchen wird ausgezogen, soll sich im Dreck wälzen, soll eine Colaflasche einführen. Und dann hat eine über das nackte Kind, die war 14, ihren Schäferhund drüber gehetzt. Und das dumme Tier hat es dann auch noch getan. Das war eine ziemlich, also eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil so jung, so viel Gewaltbereitschaft, das hat mich erstaunt. Und da war ich dann bei diesem einen Mädchen mit dem Schäferhund zu Hause und dachte mir, woher kommt die auf die Idee, dieses Tier als 14-Jährige über eine 12-, 13-, 14-Jährige rüber, also zu hetzen? Und ich habe keine Hintergründe gefunden. Die haben dicht gehalten. Also da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht weitergekommen. Aber natürlich denke ich mir, wo hat die das her? Das muss die irgendwo her haben. Gab es solche Porno-Videos zu Hause? Ich bin nicht weitergekommen. Ich habe die Ursache nicht gefunden. Es war auch mit dem Grund, warum du diese Ereignisse nicht übernehmen wolltest. Aber das hat mich sehr bewegt und ich dachte mir, es muss einen Grund geben. Wie kommen Jugendliche auf so eine Idee und haben das Mädchen, also der ist nichts Schlimmes passiert an sich, aber es war natürlich eine erhebliche Belastung. Es gibt ja einen Strafrechtler hier in München, der jetzt vor kurzem verstorben ist, der Rolf Bossi, der hat eigentlich auch immer ist er ganz zurück in die Jugend von Straftätern gegangen und hat versucht, das sozusagen vor Gericht auch immer mit als Argument zu bringen, warum jemand vielleicht nicht ganz so hart bestraft werden sollte, wie das die Staatsanwalt sieht. Solche Verteidiger sind doch im Grunde genommen auch das, was Sie sich von der psychologischen Seite eigentlich wünschen, oder? Naja, die Strafverteidiger sind immer daran interessiert. Bei denen bin ich überwiegend beliebt, weil die sind immer daran interessiert, die Hintergründe einer Tat zu erhellen, weil sie natürlich dann eher damit rechnen, dass ein umfassenderes Bild gezeichnet wird und dass dann auch das Gericht in der Lage ist. Also die Motivforschung ist ja eigentlich auch für das Gericht ganz wichtig. Wie konnte es zu einer Tat kommen? Was ist der Hintergrund? Was sind die Anknüpfungstatsachen, die zu berücksichtigen sind? Und die Anwälte sind eigentlich immer daran interessiert, dass man sorgfältig begutachtet. Deshalb kommt es ja zu dem, dass die Anwälte sagen, nee, den wollen wir eigentlich nicht und den wollen wir schon. Und eigentlich ist es vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaften und die Verteidigung gemeinsam überlegen, wer ist der hier geeignete Gutachter. Bloß dieses Recht wird auch nicht unbedingt benutzt. Wenn wir gleich zurückkommen, dann würde ich gerne von Ihnen wissen, wie sich das im Strafvollzug entwickelt hat. Ob es tatsächlich mehr Einfluss auf die Schuldfähigkeit gegeben hat, das, was Sie vor Gericht verkörpern, oder ob das im Grunde genommen belächelt wird. Ja, wir unterhalten uns über das Buch Die Schuldigen und Hanna Ziegert, Sie haben das mit Ihrer Tochter zusammen verfasst. Und wir haben davon gesprochen, dass Sie also bei Ihren Gesprächen mit den Täterinnen sehr intensiv auch in die Vergangenheit der Täterinnen einsteigen. Oder auch der Täter. Um dann den Richter ihre Meinung sozusagen zu präsentieren, warum es zu dieser Straftat gekommen ist. Haben Sie das Gefühl, dass über die letzten Jahre bei den Richtern ein größeres Verständnis dafür gewachsen ist, dass Menschen aufgrund ihrer Vergangenheit gewisse Straftaten
verrichten? Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also teilweise wird das immer noch belächelt, insbesondere da ich ja einer der wenigen Psychoanalytiker bin in der Szene. Üblicherweise ist das ja inkompatibel. Der forensische Psychiater, also der Psychiater vor Gericht, ist nicht der Psychoanalytiker, sondern der Psychiater vor Gericht sagt dann zu mir gerne, habe ich schon immer wieder mal gehört, das ist ja Kaffeesatzleserei, was du da machst. Und der Psychoanalytiker sagt, oh prima, der fantasiert, er bringt seine Mutter um auf der Couch. Aber der schreit Zeta und Mordio, wenn einer das wirklich tut. Also deswegen sind das so zwei Bereiche, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Und ich verbinde das ja nur ganz günstig. Und insofern haben Sie völlig recht, ist es immer wieder ein Thema. Wenn man mich nicht wollte, dann hieß es gelegentlich in früheren Jahren, ja, die ist ja da so analytisch unterwegs. Mhm. Inzwischen habe ich das Gefühl, und so war es eigentlich schon immer, das hat einen Markt. Es gibt einige Richter, Staatsanwälte, die großes Interesse dran haben. Also wir haben da ja zwei Kindstötungen drin, eine Kindstötung unter der Geburt. Da war zum Beispiel ein junger Staatsanwalt damals an der Geschichte, der heute ganz maßgeblich als Richter arbeitet. Und also der damals ein Interesse daran hatte, zu erfahren und wissen wollte, warum hat denn diese Frau nun ihr Kind unter der Geburt getötet. Also es gibt immer wieder Menschen, die das genau wissen wollen. Und auch bei, oder gerade auch bei den Juristen, die Interesse daran haben. Insbesondere, wenn sie jemanden mögen. Also ich konnte wenn ich von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht beauftragt werde, kann ich in den Knast gehen, kann sagen, beruhigen Sie sich, die wollen Ihnen nichts Böses. So sehr, die haben mich als Gutachter ausgewählt. Also ich habe da einen Ruf und ich gelte schon als jemand, der darauf eingeht und der im weitesten Sinne, nennt man das dann, täterfreundlich ist. Und insofern kann ich immer den Betreffenden im Gefängnis beruhigen. Aber wenn Sie täterfreundlich sind... So wird das dann genannt. Na gut, wenn Sie es aber selber auch von sich sagen, dann ist das ja ein Begriff, von dem Sie vielleicht selber auch denken, dass er gar nicht so schlimm ist. Weil es vielleicht, ich finde ihn nicht schlimm, aber genau. Es geht nicht um täterfreundlich, sondern es geht darum... sich auf den Menschen einzulassen und lang und ausführlich mit ihm zu reden. Aber gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendwann mal den Punkt, wo jemand hundertprozentig für seine Tat einstehen muss? Ja, natürlich. Haben wir überwiegend. Ja auch im Buch. Also wir haben auch im Buch Fälle, wo du zu dem Ergebnis kommst, dass die schuldfähig sind. Ja. Mhm. Ganz überwiegend. Ja. Ich hatte... in meiner juristischen Ausbildung war ich bei einem Anwalt, habe da gearbeitet und dann brauchte man ein psychiatrisches Gutachten und der sagte, ja, ich weiß schon, deine Mutter macht das, aber die ist unbrauchbar, die ist nicht bestechlich, die können wir nicht beauftragen. Na gut, das ist ja fast... Fast ein Kompliment. Ja, ein Kompliment oder fast schon Verbrechen. Ja, also ich meine, fördert nicht die Auftragslage. Nein, fördert auch nicht die Glaubwürdigkeit der Justiz. Nicht? Ja. Also... Das muss man sagen. Das ist mein Lieblingsthema. Das ist Ihr Lieblingsthema. Neben der Destruktivität der Frauen. Aber ab wann würden Sie sagen, altersmäßig kann man das irgendwie bezeichnen, ab wann jemand total schuldfähig dann auch ist? Mit dem Lebensalter hat das nichts zu tun. Nicht? Nee, null. Mit was hat das zu tun? Die Schuldfähigkeit hat mit dem Ausmaß der Schwere der psychischen Störung zu tun. Also das Gesetz verlangt von mir als forensischem Psychiater und von den anderen auch, dass ich zuerst feststelle, ist der krank. Und dann kommt der zweite Schritt, also ist der zur Tatzeit krank gewesen bei der Schuldfähigkeit. Und im zweiten Schritt, das ist eigentlich die Aufgabe der Juristen, übernehmen aber inzwischen auch zunehmend oder übernehmen auch die forensischen Psychiater, kann der aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht oder weniger bestraft werden? Muss man mit dem was anderes machen? Stellen Sie fest, dass in der Öffentlichkeit oftmals das Verständnis für diese Ausführung fehlt? Ja, klar. Will sich ja keiner damit beschäftigen. Da sagt man Schwanz ab, also um das jetzt mal so ordinär zu formulieren. Aber auf die Hintergründe, warum es zu einer Tat kam, das interessiert bedingt. Andererseits sind diese Tatort und also diese Krimis rauf und runter, wo es ja auch dann um psychologische Phänomene geht, äußerst beliebt. Aber im Realen ist man nur bedingt in der Lage, sich darauf einzulassen. Da Sie sich ja mit vielen Morden beschäftigen, sowohl von Männern wie mit Frauen, wie
unterschiedlich morden Frauen im Vergleich zu Männern? Ja, die Frage ist jetzt irgendwie immer wieder aktuell. Fragen alle. Ja, ist ja auch interessant. Also ich kenne Frauen, die mit dem Messer gestochen haben, ihren Lebensgefährten. Mhm. Ich kenne Frauen, die versucht haben oder die gewürgt haben. Ich kenne aber auch eine Frau, die mit Drano abflussfrei versucht hat, ihren Mann im Bier umzubringen. Von der sprechen Sie ja hier auch im Buch, ne? Vorne, in der Einleitung. War eine sehr... Und die hat es dann aber mit dem Messer weiter versucht. Nee, die hat die Messergeschichte... Nee, das war ja der Mann. Das war eine Frau, die auf ihrem Schwiegervater sitzend den erwürgt hat, weil der immer von ihr auf diesem Wege Sexualität verlangt hat. Das war ein Hof, ein Bauernhof. Mhm. Und dort... Ihr Mann war gestorben am Alkohol. Der war Alkoholiker und war verstorben. Und dem hatte sie wohl in Drano abflussfrei ins Bier und am Morgen war er tot. Und dann kam der Hausarzt, der ihn kannte als alkoholkrank und gesagt hat, der ist tot. Alkohol ist ja ein häufiges Phänomen, ist nicht weiter untersucht worden. Und dann ist sie von diesem Schwiegervater ziemlich missbraucht worden für die Arbeit auf dem Hof. Da waren auch noch Kinder. Und außerdem halt für diese Sexualität, die sie nicht wollte. Aber er hat gedroht, entweder du machst das jetzt oder du gehst. Und dann hat sie ihm auch Drano abflussfrei ins Bier. Der trank auch. Aber der hat es gemerkt, hat gesagt, trinke ich nicht. Und den hat sie dann erwürgt. Und dann kam der von der Polizei und hat gesagt, sagen Sie mal, Ihr Mann ist doch vor ein paar Jahren verstorben. Haben Sie den auch umgebracht? Und dann hat sie gesagt, ja. Mhm. Und dann kam die Drano-Abflussfrei-Geschichte, dann wurde der exhumiert, dann hat die Rechtsmedizin gesagt, so viel Drano-Abflussfrei, davon stirbt man nicht. Aber ich fand das auch interessant, dass aus Ihrem Buch irgendwie auch hervorgeht, dass also Männer machen es mit Gewalt, ne? Erwürgen und so. Und Frauen eher von hinten mit dem Messer. Naja, weil die Frau, nee, also die zwei Frauen, an die ich in die Messergeschichte denke, die eine hat ihm in den Bauch gestoßen und die große Bauchschlagader erwischt, der war dann innerhalb kürzester Zeit tot. Die andere hat ihrem Freund, auch Alkoholiker, die letzten beiden, hat ihm hier oben reingestochen und hat nichts getroffen, Wesentliches, also da sind sämtliche großen Gefäße. Ich glaube, ein Mediziner, ein Chirurg, wenn ich sage, stechen Sie rein, der würde sich nicht trauen. Und das hat man wieder rausgezogen, der hatte nichts, der hat das überlebt. Deshalb interessant, also schon Messer und konfrontativ. Ja, aber weil Sie von Heimtücke auch in Ihrem Buch sprechen. Und Heimtücke ist ja von hinten, wenn der ermordet wird, nicht sich sozusagen... Diese Mütter-Töchter, die sich das Messer in den Rücken rahmen, das waren zwei Geschichten, wo die Messer in den Rücken gestoßen haben und dann muss man sich den Vorwurf der Heimtücke erstmal aussetzen. Ja. Und das... Das kann man so generell nicht sagen, dass Frauen... Eigentlich große Unterschiede sehe ich nicht. Also diese Giftmischerin und so, die da seit dem Mittelalter existiert, diese Vorstellung, ich würde die nicht unbedingt unterstützen. Aber es ist ja eine Kraftfrage auch. Ne? Ja, natürlich. Zwischen Mann und Frau schon. Wenn die sich auseinandersetzen und kämpfen miteinander, ist sie im Allgemeinen unterlegen. Aber wie gesagt, wenn der Mann damit gar nicht rechnet, wie diese zwei Fälle, die mir jetzt da ins Auge springen, dann habe ich mal erlebt, dass eine Frau die Nebenbuhlerin getötet hat. Aber ich glaube, das war auch eine Messergeschichte und es war auch in Konfrontation. Die haben halt körperlich gekämpft. Also so wesentliche Unterschiede, wenn man absieht davon, dass eine Frau einem Mann immer üblicherweise körperlich unterlegen ist, würde ich nicht sehen. Wie ist denn Ihre Mutter mit Ihnen umgegangen? Die hat gearbeitet viel, ganztags, auch eine eigene Praxis gehabt. Was hat sie richtig gemacht, dass sie nicht zur Mörderin geworden ist? Ich nicht? Nee, ich glaube, man kann nicht. Das ist kein Zufall, wer zum Mörder wird und wer nicht. Es wird nicht. Da gibt es eine Geschichte aus dem Mittelalter, wo einer, der Henker war, ich weiß nicht, von wem die Geschichte ist, irgendwo aus dem Mittelalter, der dann irgendwie gesagt hat, er dankt Gott, dass er, der ging immer auf der rechten Seite des zu Henkenden. Also da war der Täter, der dann umgebracht wurde und da lief der Henker und dann sagte, der wird kolportiert, der Satz, ich bin froh, dass ich immer rechts gehe und nicht links und es sei doch ein Zufall. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, sondern aufgrund meiner 35 Jahre Begutachtung würde ich sagen, dass nicht jeder zum Mörder werden kann. Keineswegs, da gibt es Dispositionen. Aber dieser Punkt, ich habe immer nach dem Mord
das Missing Link. Wer wird dann zum, wer tötet, denn, wer nicht? Genau. Den habe ich nicht, das habe ich nicht gefunden bisher. Denn es gibt natürlich auch viele, die ähnliche Schicksale haben und dann eben nicht, nicht zum Mörder werden. Ne? Jawohl. Ja. Ja. Also da ist was, da ist noch was. Und das ist nicht jeder. Wäre so mein Gefühl nach 35 Jahren Begutachtung. Ja. Und mich interessieren gerade die Tötungsdelikte, weil da unglaublich viel Wesentliches geschieht, vorher, nachher, im Gespräch. Mir fehlt da was, da ist das Missing Link. Das ist das Problem von Psychologen und Psychiatern, dass sie im Gegensatz zu Ärzten nicht im Gehirn oder sonst wo nachweisen können, dass da was anders ist. Nicht? Nun bin ich ja Arzt. Ja gut, aber dann wissen Sie, dann müssten Sie mir das eigentlich bestätigen, dass ein Arzt eben sagen kann, wenn der Arm gebrochen ist, der Arm ist halt gebrochen. Ja, das geht bei Psycho nicht. Das geht bei Psycho Nein. nicht. Das kann Nein. Man kann es nur durch ein Gespräch herausfinden. Ich habe mal vor Gericht gesagt zu den Juristen, sie hätten es gern fest oder flüssig, ich kann aber nur gasförmig. Ich kann nichts beweisen in dem Sinne. Mhm. Haben Sie bei den Fällen Ihrer Mutter mal eine Dissonanz gehabt, wo Sie gesagt haben, also ich sehe das anders? Ich habe vereinzelt nachfragen müssen. Ich habe an manchen Stellen hatte ich so das Gefühl, in der Argumentation sind Lücken oder mir fehlt Grundwissen, Vorwissen, Schritte, um von A nach B zu kommen und um wirklich die Argumentation schlüssig aufzubauen. Die hast du immer beantworten können. Wenn ich nachgefragt habe, haben wir die Lücken schließen können. Also wir hatten Dissonanzen, welche Fälle mich interessieren und welche nicht. Mhm. Aber und welche ich noch gerne im Buch gehabt hätte. Genau. Mhm. Und da hast du gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Aber Sie als Gutachterin, erwarten Sie von sich selber, dass Sie immer zum Ergebnis kommen? Naja, ich würde mich freuen, aber ich habe Ihnen ja gerade gesagt, bei diesen Jugendlichen und dem Schäferhund, immer wieder komme ich nicht weiter, immer wieder. Also irgendwann sagen Sie dann auch mal, I don't know. Ich weiß es nicht, ja natürlich. Und es sind ja auch immer nur Hypothesen, die ich bilde. Haben wir ja im Buch auch eine Geschichte, die mit dem Anker, wo in der Begutachtensituation sich kein Ergebnis gefunden hat und erst im Rahmen der Verhandlung wirklich vor Gericht sich die Sache aufgelöst hat. Genau, das Opfer wusste gar nicht, wie es überhaupt niedergeschlagen wurde oder ob es niedergeschlagen wurde. Ne? Nein, warum? Das Opfer wusste nicht, warum. Ja, aber die andere hatte doch behauptet, dass irgendwas runtergefallen ist. Ja, genau. Sie hatte gesagt, ich war das nicht. Im Rahmen der Begutachtung hat sie noch gesagt, ich war das nicht, das stimmt gar nicht. Ja. Und vor Gericht hat sie dann zugegeben, jawohl, ich war es doch und es hatte den und den Hintergrund. Wobei man jetzt wissen muss, dass diese Frau schwanger war, hochschwanger. Und Schwangeren sagen Sie sowieso, die können überhaupt nicht entscheiden, was sie selber tun. Nee, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Naja, aber es geht ich habe gesagt, die schützen ihr Kind, ich werde an die Motive nicht drankommen. Mhm. Und nachdem die ihr Kind entbunden hatte, dann war sie ja in der Lage, zu formulieren, was ihr Kummer bereitet hat, was die Gründe waren für diese Tat, woran diese Verkäuferin sie erinnert hatte. Mhm. Und dann konnte sie das berichten. Aber das wäre auch so ein Argument, ne? Wenn jemand schwanger ist, wenn eine Frau schwanger geht, da kann man, die schützt. Die Schwangere schützt ihre Frau. Und ist deshalb vermindert schuldfähig? Nee, nicht automatisch vermindert schuldfähig, aber ich werde über den motivischen Hintergrund weniger erfahren. Das ist vermindert begutachtensfähig. Richtig. Danke. Ja, okay. Sehr kontrovers wird das alles diskutiert, was Sie hier... Finden Sie? Doch, da gibt es... Also ich sage mal, nach außen hin verstehen oft Menschen Urteile nicht, wenn sie irgendwelche Gewalttäter sehen, beziehungsweise das Resultat von Gewalttätern. Ne? Und dann kommen sie und versuchen, das zu erklären. Und dann fragt sich der eine oder andere, brauchen wir die Erklärung überhaupt? Der hat die auch doch halt so hingerichtet. Ja. Und das ist sicherlich, schwierig, auch für Sie wahrscheinlich erstmal, wenn Sie sozusagen erstmal so das Ergebnis sehen. Sie müssen ja vom Ergebnis aus arbeiten, rückwirkend. Ja, ist schwierig, aber mit Gegenwind, das hat man Übung dann irgendwann mal. Ja, von wem kommt der meiste Gegenwind? Von wem der meiste Gegenwind kommt. Kommt drauf an, in welcher Rolle ich komme. Wenn ich
Wenn ich von der Verteidigung beauftragt wurde, kommt je nachdem, wie souverän die Kammer ist, das sind ja meist Kammern, weil es sich um größere, schwerere Straftaten handelt. Ja. Dann gibt es Kammern, ich war vor einiger Zeit in Wiesbaden, die waren äußerst souverän, die sind sehr souverän mit dem Phänomen des zweiten Gutachters umgegangen. Dann gibt es Kammern, die damit überhaupt nicht umgehen können, da werde ich zum Feind erklärt und ausgegrenzt oder wegen irgendwas abgelehnt. Also es kommt, hängt davon ab, wie souverän die Kammern sind. Und Ihnen kann man ja eigentlich nur wünschen, dass Sie so nah wie möglich an die Wahrheit herankommen, dass die Angeklagten sich Ihnen so weit öffnen, wie es für Sie nötig ist, um das richtige Gutachten zu verfassen. Wobei ich von Wahrheit, da gibt es ja nur auch berühmte Sprüche, wenn es der Wahrheitsfindung, denn die sollte man aufstehen und so. Also mit der Wahrheit im Gerichtssaal sehe ich skeptisch. Da wollte ich Ihnen jetzt entgegenkommen. Das ist ja lieb von Ihnen, aber bleibe ich trotzdem skeptisch. Okay. Ich meine, dass man versucht, etwas zu verstehen und zu einem möglichst sinnvollen Ergebnis für alle Beteiligten zu gelangen. Und zwar nicht nur für den Täter, sondern auch für die Opfer oder die Angehörigen von Opfern. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen an der Stelle vielmals. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.